Ja, hallo zur zweiten Folge der Let's Play-Serie. Wir sind ja immer noch sehr am Anfang. Trotzdem habe ich um meine Hauptstadt das Gebiet schon ganz gut aufgeklärt. Ist halt bei der Maya besonders wichtig, um ja, einen Überblick zu haben, ob das überhaupt Sinn macht, ob es funktioniert. Letzten Endes ist die Karte, die Position natürlich bei jeder Zivilisation ziemlich wichtig, aber ich glaube, bei der Maya ist es doch in besonderem Maße noch von Bedeutung. Ich habe halt durch meine Eigenschaften hier innerhalb von 6 Feldern 10% Bonus und außerhalb davon sind es halt 15% Malus, was die ganzen Erträge in den Städten angeht. Und naja, beide Dinge zusammen bedeuten denn letzten Endes, dass der Unterschied zwischen einer Stadt im Radius und außerhalb zusammen, naja, so mal ganz grob 25% beträgt. Kann man ja denn zusammenfassen, so ganz passt das nicht, aber gut, so genau kommt es nicht so drauf an. Der Unterschied ist eben doch schon recht stark. Ich würde zwar denken, dass auch außerhalb von diesem 6er-Radius kann man sicherlich eine Stadt immer noch gründen, wenn denn da die Bezirke, die Boni recht ordentlich sind, dann kann man sich das sicherlich trotz allem noch leisten. Aber es ist halt doch schlechter, als wenn die Stadt drinne ist. Nur kostet das für die Städte, die eben in diesem Radius sind, wenn man es denn so eng zusammenpackt, logischerweise auch eine ganze Menge Felder. Man braucht definitiv eine ganze Reihe von Bauernhöfen, um da überhaupt eine Chance zu haben, ausreichend Wohnraum zusammenzubekommen. Bezirke braucht man ohnehin. Naja, und das alles zusammen führt dann dazu, dass ich glaube, die Karte hier besonders wichtig ist. Ich habe hier schon ein paar kleine Problemchen. Hier habe ich das gerade mal noch des Überblicks wegen markiert. Die Städte, die ich da an den Rändern oder den Ecken genau genommen mal so markiert habe. Ich glaube, das sind einigermaßen gute Positionen. Muss wirklich sagen, nur einigermaßen, weil sie sind halt nicht neben Luxus. Muss man mal sehen, ob wir da noch ein bisschen was herumschieben können. Ich glaube aber nicht. Wenn wir die Sachen mal hier weiter, zumindest mal so vom Überblick her begucken, rein was das Raster angeht, würden die nächsten Städte hier 1, 2, 3. Das wäre grundsätzlich eigentlich die nächste Position. Wenn man das halt optimal hat von der Karte, alle Felder verfügbar sind, kann man neben der Hauptstadt noch 12 weitere Städte gründen. Das ist ja denn nun wirklich schon, wenn das ginge, aller Ehren wert, weil 13 Städte zusammen, das ist eine super Menge und da könnte man kaum davon reden, dass irgendwo eine Einschränkung bei der Maya wäre. Aber wenn es denn wirklich klappen würde, dann wären die halt doch sehr eng bei eng und eben durch insgesamt gehen doch einen Haufen Felder verloren. So toll ist es denn doch nicht. So, jetzt wäre das eigentlich so das normale Raster, wo man gründen könnte. Kann man eigentlich auch ganz gut hier abschätzen. So würde es passen. Aber jetzt ist es ja so, durch die Küste geht mir diese Stadt hier draußen ja auf jeden Fall verloren. Da kann ich nicht gründen. Können wir also denn mal direkt wegmachen. Das führt dazu, dass ich mit den beiden Städten ja doch ein bisschen mal, ich sag mal, nach Westen rücken könnte, ohne dass ich hier irgendwelche anderen Städte ja, belästige. Und ich glaube zumindest die etwas südlichere davon, da macht das durchaus Sinn. Ich verliere hier keine Felder, weil die kriegt dann halt die Hauptstadt zusätzlich. Was ich hier in Richtung Westen gewinne, ist vermutlich allerdings auch nicht, naja, so gewaltig. Trotzdem, hier kann man es schon erkennen, im Vergleich zu der normalen, was auch immer da normal ist, Position, habe ich hier immerhin schon doch einige mehreres Ressourcen, die man jetzt schon erkennen kann. Zusätzlich wäre also ganz okay. Führt aber auch hier dazu, weil ich die Stadt brauche. Ich kann hier kaum weiter aufrücken mit der von unten, weil hier müsste ja eigentlich schon die nächste dann hin. Passt vom Raster auch ganz gut. Und mit allen beiden hier kann ich mich wirklich in irgendeine Richtung, weil hier nach außen reicht der Radius nicht mehr und hier innen, dann sind die Städte zu nah. Bei der sieht es mir doch ganz vernünftig aus. Die hat immerhin ja auch einen Luxus daneben. Schön, das ist ja auch einer der Boni, die die Maya hier hat.
Gibt halt eine Annehmlichkeit zusätzlich noch, wenn die Luxus neben dem Stadtzentrum ist. Das gilt auch hier für diese Stadtposition und auch für die, das ist ja Quecksilber, ja. Insofern sind die drei alle schon eigentlich schon ein bisschen besser als die in den Ecken. Aber gut, mal sehen. Stellt sich auch die Frage, was stelle ich hiermit noch an? Die könnte ich natürlich auch in diese Richtung noch verrücken. Aber da bin ich mir gar nicht sicher. Hier habe ich noch die Möglichkeit, hier oder hier ein Aquädukt zu setzen. Und dieses Aquädukt gibt für Maya ja eigentlich immer direkt vier Wohnraum. Das ist eigentlich ganz unabhängig von der Stadtgründung, weil ich ja ohnehin kein Süßwasser oder ja, Ozeanküstenwasservorteil habe. Und vier Wohnraum, das ist ja natürlich schon ein Faustpfand. Wenn die Stadt hier ist, wäre ein bisschen mehr Platz. Das ist schon so. Aber gut, so viel Platz ist es auch nicht mehr, weil gut, das wäre hier die Küstenlinie. Den Fisch hier hätte ich sowieso schon da oben wartet. Die nächste. An der Stelle würde der Platzgewinn äußerst klein sein und ich bin noch nicht sicher, ob es lohnt, dafür dann auf das Aquädukt zu verzichten. Ja, mal schauen. So, hier oben sieht es natürlich dann so aus, dass hier der normale, man hat es ja gerade bei der Einblendung gesehen, wurde gerade erstmal hier noch die kurz die Maximalecken markieren. Das ist ja hier auch schon wieder Berg. Ohnehin, die Ecke hier ist leider ein bisschen blöd, da ist ein bisschen sehr viel Berg. Da geht definitiv was verloren. Aber so schlimm ist es dann, glaube ich, auch nicht. Rastermäßig wäre hier eigentlich die Stadt, die dahin passen würde. Aber da ich die hier oben ohnehin nicht gründen kann, würde ich sagen, kann man hier ganz gut bis hier mal die Stadt ausziehen. Der kann weg. Gut, allzu viel hier im Norden würde ich dadurch wahrscheinlich auch nicht kriegen, wenn ich das hier schon wieder alles sehe. Da ist leider viel Berg. Der Gewinn, der wäre, glaube ich, ziemlich klein. Aber immerhin habe ich denn hier vielleicht noch einen Wald zum Abholzen. Das Observatorium könnte sinnvollerweise wahrscheinlich dann sogar hierhin. Mit den zwei Plantagen ist das schon ganz okay. Sprich, von der Hauptstadt, das Observatorium würde hier wohl hingehen. Und ich denke, von der Stadt hier, das geht dorthin. Weil andere bessere Felder habe ich eigentlich nicht. Diese Orangen werden, glaube ich, ganz schön belagert werden, weil der muss sein Observatorium auch hier hinsetzen. Geht ja gar nicht anders. Naja, mal schauen. Und für den gilt das gleiche. Himmel. Das ist ja hier ein Observatorium-Cluster. Die Orangen können sich freuen, wenn die irgendwie einen Bonus kriegen würden durch die umliegenden Observatorium. Das wäre auch nicht übel. Na gut, aber gut, ich habe hier keine anderen Chancen hier im Nordwesten. Da ist einfach nichts mit Plantage und ich glaube, bessere Felder werde ich dafür kaum kriegen. Und naja, man sieht das schon, die Hauptstadt, wenn ich mal immer hier den Dreierradius, ich habe sie hier gerade noch da. Da sind jetzt schon drei Observatorien drin von den umliegenden Städten und naja, so geht dann halt durch die doch recht enge Gründung und eben die Observatoriumsanforderungen so nach und nach einiges weg. Ich glaube, hier im Osten kann ich aber, da sieht es sehr ordentlich aus. Das wäre ja hier dann die nächste Position. Da bin ich auch wieder neben Luxus. Und da muss man mal gucken. Irgendwo finde ich hier sicher auch einen Campus rund um diese Orangen. Denke ich, sollte sich was finden. Lavender ist natürlich ein bisschen nah, aber okay, das ist dann halt mal so. Hier weiß ich es noch nicht genau, aber ich meine immerhin, ich glaube rein, was die Abstände angeht, ist das anstatt sicherlich okay, wie toll die Stadt ist. Das hängt dann sicherlich davon ab, was hier östlich noch für Felder vorhanden sind. Aber was das hier nach innen angeht, sollte das passen. Das gilt auch für diese Position hier, wo die nächste Stadt hin könnte, immerhin auch direkt neben Luxus. Gut, wobei müssen wir mal schauen, was hier unten ist. Ich sehe gerade, weil das wäre ja eigentlich ein Feld, was zwei Plantagen als Nachbarschaftsbonus hat. Da eine Stadt hinzusetzen, ist jetzt so glücklich nicht. Aber wir müssen mal sehen, wie das hier unten aussieht. Weil potenziell wäre ja, kann man jetzt noch nicht sehen,
Weiß nicht, ob ich das Feld richtig erwische. Aber so in etwa. Nee, ich glaube, das müsste wohl, ja, das müsste eher hier sein. Das mal so. Okay. Aber wenn hier See oder Berg oder sowas ist, dann kann ich das natürlich vergessen. Falls die Stadt nicht gründbar wäre, könnte ich mit der sicher ein bisschen flexibel hier irgendwo rausrücken. Hier zum Beispiel irgendwo hin und dann könnte hier Campus, wie das an der Stelle aus. Na gut, aber alles in allem, wenn man das jetzt so sieht, die verrückt vielleicht, aber wird auf jeden Fall gegründet werden können. Hier bin ich noch nicht sicher. Heißt aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Städte sollte ich auf jeden Fall noch hinbekommen. Naja, und dann bin ich bei 10. Gesagt, die Anzahl ist nicht das Problem, das passt einigermaßen gut, aber es ist halt alles eng bei eng. Die Städte nehmen sich viele Felder gegenseitig weg. Und ja, naja, mal schauen, wie das an der Stelle dann noch wird. Aber ich denke, alles in allem ist das, glaube ich, eine halbwegs vernünftige Startposition. Damit wird man arbeiten können. Es ist weit entfernt von optimal, aber es ist, glaube ich, trotzdem sehr ordentlich. Da kann man, glaube ich, schon von ausgehen. So, na denn, mal gucken, was wir hier noch so alles finden. Ich würde sagen, der Aufklärer hier, der Späher, der kann mal hier runter und begucken, was sich hier unten findet, ob sich da was findet. Wakabnal wird sich mal hier diese beiden Felder kaufen. Das ist ja halt hier schon so. Ich bin gerade mal 3 von 4 Wohnraum. Das habe ich durch den einen Bauernhof geschafft. Das sollte jetzt schon gleich deutlich besser werden. Jetzt sind wir hier schon bei 3 von 6 und jetzt kann die Stadt auch ganz vernünftig wachsen. Hier gibt es dann gleich noch einen Bauernhof. Damit müssten wir dann schon hier auf Wohnraum 7 kommen. Und spätestens mit dem Kornspeicher, dann sind wir schon bei 9 und da sind wir höher, als das normalerweise an anderer Stelle für eine Stadt wäre. Also gerade durch die Bauernhöfe ist es denn schon ganz okay. Aber wie gesagt, man braucht halt die Bauernhöfe. Sonst funktioniert das nicht. So, ich denke, der Krieger wird sich mal hier auf den machen hier und versuchen, das Lager zu räumen. Das Barbarenlager. Ich habe immer noch die Aufklärungskarte hier drin. Ich werde die wahrscheinlich auch behalten. Ich habe ja hier als Maja innerhalb von 6 Geländefeldern auch einen Kampfbonus. Wenn ich hier stehe und angreife, sollte ich den auch bekommen. Das müsste eigentlich reichen, wenn denn auf die Art meine Aufklärer ein bisschen zusätzliche Erfahrung sammeln können, ist mir das, glaube ich, ganz recht. So, da haben wir auch schon den Pantheon. Oh, und wir haben noch einen Stadtstaat gefunden. Steinmetzkunst, was hast denn du hier? Überhaupt, das ist der neue. Ach, Mao. Tja. Ach, das ist der neue Stadtstaat von eben. Bezug in den Küsten- oder Seefelder. Naja, das wäre natürlich perspektivisch ganz okay. Im Moment würden wir mir gar nichts bringen, der Suzerain-Bonus. Das gilt genau genommen irgendwie für alle hier. Kolossalkopf bringt halt vor allem Glaube. Hier hatten wir Kultur, die Maui-Statuen, naja. Ich weiß nicht, ob ich so glücklich bin über diese kulturellen und religiösen Stadtstaaten. Gut, ausruhen kann man sich ohnehin nicht, aber man kann sich ja trotzdem freuen oder ärgern. Genau genommen sind das perspektivisch natürlich Boni, die nicht so toll sind. Einfach deshalb, gerade auch durch die Umstellung, sieht das hier, ich würde halt durch Amphitheater noch ein bisschen was kriegen und dann eben hier Museen, Sendezentrum und all die Sachen. Das Problem ist, ich werde keine einzige heile Stätte haben, wodurch mir diese Boni hier bei den Religiösen gar nichts bringen. Vielleicht packe ich irgendwo so ein, zwei Theaterplätze hin. Ich denke aber, dass auch die Theaterplätze erstmal von der Priorität ziemlich weit hinten sein werden. Will heißen, zusätzliche Gesandte hier gerade in diesen beiden Typen bringen mir ziemlich wenig. Klar, ich habe jetzt ein bisschen zusätzlichen Glauben und Kultur, den kann man natürlich brauchen. Gerade in der aktuellen Phase ist das schon ganz schön, nur ein bisschen längerfristig gedacht, wäre anderes natürlich besser. So, wir haben Pantheon zur Auswahl. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Runde 16 ist auch ziemlich früh. Da hilft mir natürlich denn hier meine Reliquie, die ich da mal irgendwo eingesammelt habe. Dann lass uns doch mal schauen.
Ich glaube, ein kleines bisschen, wobei mir nicht sicher ist, da mit den Patches zuletzt bei den Glaubenssätzen und Pantheons auch noch ein bisschen was umgebaut worden, bin gar nicht sicher. Na, alles, was hier mit Glauben zu tun hat, ist für mich natürlich vollkommen irrelevant. Den Pantheon, den hätte ich schon ganz gerne gehabt, kriege ich ja nun auch. Aber Religion wird nicht passieren, weil, wie erwähnt, ich habe einfach keinen Platz für heilige Stätten. Dafür ist das zumindest vom Gefühl her irgendwie alles viel zu eng hier, die da auch noch zwischen zu quetschen. Das wird ohne gehen müssen. Der göttliche Funke lacht wie immer. Aber ich glaube, auch in diesem Fall werde ich ihn nicht nehmen. Wenn man sagen muss, wenn denn alles andere weg ist, kann man damit eigentlich nichts falsch machen. Der ist immer recht solide. Ich habe mir zwei Dinge überlegt gehabt, was vielleicht hier für die Maya ganz gut passen würde. Das eine ist die Göttin der Feste. Kultur durch Plantagen erscheint mir durchaus sinnvoll. Wie erwähnt, es wird nicht viele Theaterplätze geben, zumindest kurzfristig nicht. Da sind andere Sachen wichtiger. Und ja, Plantagen, hopefully, werde ich aber doch einige haben. Kann man jetzt schon sehen, wenn man da die passenden Luxusgüter nicht hat, als Maya. Ich würde mir immer noch das Mali durch den Kopf. Weiß auch nicht. Naja, also wenn man die erforderlichen Luxusgüter für Plantagen nicht hat, dann wird das sowieso ziemlich dünn, weil die Observatorien ja dann einfach nur mies werden. Auf der anderen Seite hat man ja als Maya an der Stelle ja aber auch bei der Kartengenerierung einen kleinen Vorteil, sowohl für flache Felder, um die Farmen hinzukriegen, als auch eben für die Plantagen-Luxusgüter. Und wenn ich mir das momentan hier so angucke, hat das ja auch ganz gut geklappt. Ein paar Bananen sind auch noch dabei. Also das sollte ganz ordentlich sein. Perspektivisch denke ich, dürften da so sicherlich so 10, 12 Plantagen zusammenkommen. Und das ist doch ganz ordentlich, was denn, was die Kultur angeht. Gut, im Moment habe ich das alles noch nicht. Im Moment wäre es gigantisch, aber da ist ja gar nicht dran zu denken. Trotzdem denke ich, dass das auf längere Sicht durchaus ein vernünftiger Panton sein könnte. Ich habe mich für den Moment aber eigentlich für was anderes entschieden, und zwar hier für die religiösen Siedlungen. Vor allem wegen dem Freisiedler, den ich da bekomme. Zusätzliche Stadt so früh ist immer toll. Als Maya ist es nicht gar so toll, weil das Wachstum erstmal ja doch sehr eingeschränkt ist. Aber gut, das ist dann eben so. Man hat auf jeden Fall längerfristig, denn die 15% schnellere Grenzerweiterung ist sicherlich auch ganz vernünftig, wenn man hier und da Bezirke, Bauernhöfe setzen will, kann das auch von Vorteil sein. Es ist meine erste Wahl, die Göttin der Feste. Wo denn jetzt eigentlich hin? Da wäre meine zweite Wahl gewesen. Die religiösen Siedlungen sind, glaube ich, auch bei der KI ziemlich hoch im Kurs. Die sind oft schon weg gewesen. Wenn ich da mal geschaut habe, ich bin aber relativ früh dran. Naja, und dann holen wir uns den mal. Oh, relativ früh. Ich bin sogar der Erste, der eine Pantheon gründet. Naja, okay, interessant. Unerwartet, aber wobei, naja, da hilft einfach die Reliquie. Dadurch habe ich den Pantheon dann doch ganz gut bekommen. Madol war das ja. Na gut, stellt sich die Frage, wohin? Ich glaube, hier die Felder, so Westen, Südwesten, hier ist ja der Stadtstaat, die sollten alle ziemlich safe sein. Da habe ich keine Eile. Hier im Norden. Man weiß es noch nicht, aber ich glaube, die normale Küste, zu erwartende Küstlinie wäre wohl auch irgendwie hier so. Vielleicht hier noch so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch keine KI. Vielleicht noch irgendwo ein Stadtstaat. Sonst wäre hier schon was angekommen oder gesiedelt. Ich glaube, das ist auch sicher. Ich glaube, die unsichersten Positionen für Städtegründungen sind, glaube ich, diese beiden hier. Und hier weiß ich noch nicht mal, ob die vernünftig ist, aber ich würde wahrscheinlich entweder die oder die als erstes besiedeln wollen. Das sieht hier schon so aus, als ob das gehen könnte. Naja, komm mal her, wir werden mal in diese Richtung ziehen, das kann nicht verkehrt sein. Und dann werden wir mal sehen, der Speer ist ja schon da, um da zu gucken. Was ist hier das Barbar? Noch eins, Himmel.
Naja, okay. So, zeig mal, was hast du denn hier? Naja, ich denke, das geht in Ordnung. Das ist auf jeden Fall gründbar an der Stelle. Ist leider nicht irgendwie neben Luxus. Ich habe auch leider keine weitere Plantage aufgedeckt. Und überhaupt gar keinen Luxus sehe ich gerade. Nicht mal das kleinste Fitzelchen. Naja, Mensch, das ist aber dünn. Na gut, aber trotzdem, ich werde die Stadt auf jeden Fall nehmen. Passt ganz gut und irgendwo Richtung Osten und Südosten werden dann schon mal auch eine KI sein. Deshalb will ich das an der Stelle mal lieber mit Priorität angehen. So, hier gibt es noch den letzten Bauernhof. Und jetzt bin ich hier auf 7. Naja, das hatte ich ja schon ausgerechnet. Also, das geht in Ordnung. Das einzig bisschen wieder unglücklich ist, jetzt habe ich da drei Felder verbessert und meine Stadt kann überhaupt nichts damit anfangen. Aber das kann man auch jetzt schon erkennen. Die Bauernhöfe, ja, es sind Bauernhöfe, aber die sind halt wirklich nicht so sonderlich toll. Andererseits. Wenn ich jetzt so schaue, wenn die Stadt auf Größe 4 wächst, dann würde sie die wahrscheinlich schon sich holen, ja. So mies ist es dann auch nicht durch das zusätzliche Gold. Und wir sind ja gleich auf 4. Naja, okay. So, du renn mal weiter da Richtung Barbarenlager. Da ist wohl, ups. So, das Ende, na, dann mach dich mal da lang. Gucken, was wir hier noch so finden. Du läufst da runter. Was haben wir denn hier? Einen Gesandten. Tja, wie erwähnt, von Gesandten hier in diesen Stadtstaaten habe ich irgendwie nicht so viel. Die meisten Suzeräne, die passen mir irgendwie auch nicht. Nanmaldol wäre perspektivisch, glaube ich, schon ganz gut. Kann die 50% mehr glauben durch alle Reliquien? Na, okay, da wären nochmal zwei Glaube mehr. Das wäre vielleicht gerade aktuell noch der sinnvollste Suzerän, aber gut, da werde ich auch erstmal denn nichts weiter reintun. Historischer Moment. Oh, da greift mich jemand an. Na, sowas. Böse Menschen gibt es hier. Na gut, na gut, na gut. So, oh, Barbaren. So, was haben wir hier noch gefunden? Da haben wir einmal Zucker gefunden, wäre noch in Reichweite der Stadt. Aber gut, das ist dritter Ring. Aber immerhin würde ja auch dazu führen, dass ich hier oder hier zum Beispiel da das Observatorium setzen könnte. Hier ist Wüste. Oh, ich habe sogar noch Wüste. Das klingt insofern interessant, weil ehrlich gesagt, natürlich hätte ich gerne die Pyramiden gehabt. Handwerker sind sehr, sehr intensiv im Einsatz oder werden es sein müssen, um die vielen, vielen Bauernhöfe hinzustellen, die ich einfach brauche. Und da ist so eine Extraladung von den Pyramiden natürlich gewaltig. Aber wenn ich mir da so anschaue, hier oben ist Wüste, hier weiß ich es noch nicht. Aber das ist vielleicht meine einzige Wüstenposition, die momentan irgendwie in einer von meinen vorgesehenen Städten vorhanden wäre. Das ist natürlich auch nicht so toll, aber na gut. Ja, wobei das ist nicht das Allerwichtigste. So, wie sieht denn das hier aus? Lass doch mal schauen. Ja gut, ich bin beschädigt, aber Kampfstärke durch Eigenschaft Mutal, das ist, glaube ich, hier meine Zivilisationsbonus, die 5. Den könnte ich fast schon umhauen jetzt. Aber ich würde sagen, ich warte ja mal eine Runde. Der soll mich mal anhauen, gibt noch ein bisschen mehr XP. Und dann sollte ich in nächste Runde eigentlich problemlos abräumen können. Das müsste eigentlich gehen. Ja. So, dann mal 4 XP. Inspiration, nichts als So, da haben Bodensatz wir dann schon die schildern. Handwerkskunst. Feine Sache. Kannst da runter, ja, kannst da runter, das passt doch, du hier rüber. Naja, ist okay, ist in Ordnung. Ich glaube, da gibt es schlechtere Städte. Ist halt nur für Maya nicht so glücklich, hier die
Plantagen sind weit weg und Luxus ist sonst auch nicht näher da, aber na gut, ich denke, ich werde damit arbeiten können. Wir brauchen eine neue Ausrichtung. Außenhandel hat ja schon die Inspiration. Ich würde denken, dass sowohl frühes Reich als auch Staatsdienertum die Inspiration sollte ich kriegen können. Sechs Bevölkerung habe ich gleich. Und ich würde meinen, den Campus oder das Observatorium sollte ich auch hinbekommen, bevor es mit dem Staatsdienertum was wird. So, tja, und hier ist dann halt die Traurigkeit in Person. Die Annehmlichkeiten haben sie bei allen Städten allgemein auch um eins reduziert. Der Palast hat eine gekriegt, dadurch ging es hier, aber hier bin ich nur schon im Minus. Ja, also ich weiß nicht, die Änderungen hier bei den Annehmlichkeiten und das finde ich alles nicht so glücklich. Das ist nur eine Patch-Geschichte, aber es ist wie es ist. So sind die neuen Regeln. Ich werde hier natürlich auf Handwerker gehen, den brauche ich einfach, sonst geht hier gar nichts. Aber wenn man halt sieht, dass direkt nach der Gründung sofort reduziertes Wachstum vorhanden ist, das ist schon ziemlich krass. Und so toll sind die Felder hier auch nicht, die sind nicht wirklich mies, aber sind halt auch nicht wirklich toll. Und insofern brauche ich hier 13 Runden für Handwerker und Wachstum. Das ist schon übel. Aber ich werde wahrscheinlich demnächst dann hier mal die Handwerkerkarte reinnehmen. Ich könnte es jetzt schon machen. Diese hier nämlich. Aber na, die Produktion, die eine davon aufzugeben, das erscheint mir nicht vernünftig. Und den Glaube und Gold 5 Runden lang würde ich eigentlich auch lieber noch mitnehmen wollen. Ich denke, beim nächsten Wechsel sollte das besser passen. Dann nehmen wir die Handwerkerkarte rein. So, du haust den dann jetzt bitte mal um. Ja, sehr schön. Das hat soweit funktioniert. Ist da jemand nachgewachsen? Nein, ist nicht. Ihr habt eine. Ach, da ist die nächste Gesellschaft. Den Blutpakt habe ich entdeckt. So, das bedeutet, der Mann aus gibt euch ein Zeichen, bitte. Es ist ja witzig. Der bemerkt zu spät, dass ich schon Mitglied bei den Eulen bin und kriegt nun trotzdem eine Gouverneur. Na, das ist ja gar nicht schlecht. Ein Gouverneurstitel. Ich werde demnächst sicher Magnus rekrutieren. Bodenbrecher und Vorsorge sind, glaube ich, beide ganz okay, aber die sollte ich dann auch notfalls mit Staatsdienertum und dem der frühen Teil da bekommen. Gut, ich würde meinen, wir werden mal Pingala noch den Erforscher geben. Das kann auch nicht schaden. Glaube, momentan ist mir die etwas mehr Forschung noch lieber. Als etwas mehr Kultur, aber wird wahrscheinlich nicht lange gehen. Perspektivisch wird Pingala hier nach Koba gehen müssen und Magnus kommt dann hier rein. So, was mache ich denn jetzt hier? Es ist immer noch keine KI. Gibt's ja gar nicht. Wo verstecken die sich hier alle? Irgendwo verstecken die sich. Ach, das ist Koba, ja, na gut. Es ist halt auch kein Luxus, kein Wohnraum. Es ist einfach übel. Ah ja. Okay. Ist es, wie es ist? Immerhin haben wir jetzt hier die Bewässerung. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Gut, ich habe noch ein Naturwunder gefunden. Oder was heißt noch? Ich glaube, das ist mein erstes, ne? Die Schokoladenhügel. Ach, die sehen ja hübsch aus. Sofort war. So, und auch hier der hermetische Orden. Wobei ich glaube, den kriegt man immer mit Naturwunder. Das ist, glaube ich, 100%. Aber bei dem Barbarenlager, das war, glaube ich, keine 100% Chance. So, na gut, das ist ja gar nicht übel. Jetzt habe ich schon wieder noch einen Gouverneurstitel. Könnte mir jetzt auch schon Magnus holen, aber nee, ich glaube, das macht. Da jetzt hin. Ich würde eigentlich gerne mir die Beförderung noch holen. Klären wir mal hier noch ein bisschen auf. Und dann ist ja auch den Ranger. Das andere kann ich ja der nächste Runde. Sollte kein Problem sein. So, jetzt ging es natürlich ein bisschen schneller auch. Jetzt sind wir ja schon auf 9,7. Der Pingala hilft schon. Gehen wir mal hier auf Schrift. Und ich würde sagen, dann Bergbau trockenlegen kann ich schon. Das brauche ich erstmal nicht ganz dringend. Aber ein Observatorium wäre vielleicht schon was. So. Na gut,
Ich denke, der macht sich mal hier hoch, kann ein bisschen heilen. Und ich würde hier einen Schleuderer bauen und die zwei können dann mal da oben das Lager leeren. Ja, so werden wir das mal machen. Handwerker hinterher, das muss sowieso sein. Ich würde meinen, spätestens dann, wenn der Handwerker hier drin steht, dann sollte ich ja auch Magnus bereit sein, damit ich dann hier das Trockenlegen mit Magnus machen kann. Und wahrscheinlich wird dann hier auch noch ein bisschen Roden anstehen. Mal sehen. So überlege ich gerade. So hatte ich mir das gedacht. Aber mit dem Handwerker, der wird hier trockenlegen, der wird die beiden Plantagen bauen und dann ist er erstmal wieder durch. Ich krieg sicherlich beim Trockenlegen, wenn ich Magnus drinne habe, etwas mehr. Ein bisschen mehr Nahrung, ja, Nahrung raus. Aber ich muss sagen, dafür dann für die ganze Zeit Pingala hier nicht mehr zu haben und Magnus drin ist, glaube ich, dann doch wieder nicht so vernünftig. Dann nehme ich lieber in Kauf, dass ich da etwas weniger Nahrung raushole und hab denn lieber Pingala weiter. Ich würde denken, mit dem übernächsten Handwerker, da würde ich dann anfangen wollen, ein bisschen zu roden. Da könnte denn hier sicherlich auch ein Steinbruch rein. Dann würde ich hier roden. Die Idee war so ein bisschen hier, nein, nicht Diplomatieviertel, Regierungsplatz. Jetzt bin ich schon ganz schön weit vorne, aber das war irgendwie so die Überlegung. Und hier ein Staudamm. Wir sind schon wieder vier Felder weg, aber alles in allem ist, glaube ich, schon okay. Der Staudamm passt schon. Ich hatte ja bei der Stadtgründung schon die Info, das ist definitiv ein Fluss, der über die Ufer treten kann. Ich habe hier Schwemmland und das Industriegebiet. Das sollte da auch ganz gut passen, vor allem wenn denn das Aquädukt von der Stadt noch hinkam, dann wäre das hier schon ein plus 6 und mit dem Regierungsbezirk sind es dann plus 7. Kann man, glaube ich, gut brauchen. So, und das wird dann natürlich erst geholzt, danach kommt der Regierungsplatz drauf. Und wenn da die Holzreihen denn sind, ja, dann brauche ich Magnus, aber im Moment brauche ich ihn noch nicht. Naja, wer ist da aber einen anderen? Werde ich garantiert nicht holen. Himmel, jetzt komme ich ja schon auf die Überlegung. Ich könnte ihm ja den Pingala denn aber auch den nächsten noch mitgeben. Den Connoisseur. Ich krieg ja, wie erwähnt, zwei Titel, zwei Gouverneurstitel. Die könnte ich beide in Magnus stecken für Rekrutierung und Beförderung. Ja, ich glaube, das mache ich. Klar. Der Magnus wird sich schon rechtzeitig irgendwie dann noch einfinden. Und hier gleich auch noch ein bisschen mehr Kultur. Das kann nicht verkehrt sein. So, dann mach du dich mal hier hoch. Dann sind wir hier. Da ist eine KI, glaube ich, oder? Es könnte auch ein Stadtstaat sein. Naja, wir werden sehen. Hatte ich nicht gerade gesagt, nächste Runde kann ich denn dahin? Toll. Staatsdienertum. Naja, das sollte ich hinkriegen. Gesandten. Oh, da ist eine KI dran. Ah, okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Den haben wir hier. Du bist Robert, der Erste von Schottland. Durch Weizenfelder und auch in die Schlacht. Okay, Robert, alles klar. Dich habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Du bist neu für mich. Da habe ich auch das Heureka für die Schrift gerade noch bekommen. Coole Geschichte. Fein, fein. Gut, dann kriegt er natürlich auf jeden Fall seine Delegation. Ach, der ist Herrn. Das ist nicht gut. Das gibt gleich Malus. Die Geheimgesellschaften führen dazu, dass das allgemein mit der Diplomatie deutlich schwieriger ist.
Weil die Chance, dass das Gegenüber zufällig in der gleichen Geheimgesellschaft ist, die ist natürlich nicht so groß. 9,7, oh, das ist schon stark. Na gut, dann sind wir hier natürlich auch an der Stelle deutlich schneller. So, aber jetzt kommt dann hier der Glaube und Gold raus und die Handwerkerkarte rein. Wir haben ja auch gleich in der Hauptstadt einen Handwerker im Bau und das sollte denn da eigentlich ganz vernünftig sein. So. Oh Mann, das habe ich doch sowieso gleich. Naja, gut, okay, was soll's. Dann ist es halt so, immerhin. Das hat. Cool, das war das Quest von Sansibar. Okay, dann habe ich ja auch noch einen. Dann ist es ja auch witzig. Na gut, das. Aber das einzig Ärgerliche ist, dass ich dann Inspiration sowieso ja gleich gehabt hätte. Naja, gut, dann machen wir Staatsdienertum, passt. 4 Runden noch. Da haben wir den nächsten hier. Es ist ja auch alles recht witzig, was hier läuft. Gerade mit den Stadtstaaten. So, da haben wir die Schrift. Cool, cool. Nichts gefunden. So, ich würde sagen, jetzt könnte ich hier natürlich reinlaufen. Dann könnte er da 2 Runden heilen. In der Zeit wird er fertig, geht hierhin, geht hierhin. Das heißt, in 3 Runden hätte ich denn 30 geheilt, würde hier stehen. Ich könnte aber auch einfach hier stehen und 3 Runden heilen. Da habe ich auch 30 geheilt. Eigentlich ist das besser. Ja, wir machen das mal so. So, was ist hier im Angebot? Neue Bevölkerung. Das frühes Reich. Achso, ich wollte gerade sagen, nicht, dass der mir jetzt hier frühes Reich in dem Lager gefunden hat. Nee. Ach, der hier ist auf 2. Ah, okay, verstehe. Na gut, damit bin ich hier am Anschlag. Na gut, trotzdem, was war jetzt, was soll's, sonst hätte das noch viel länger gedauert. Irgendwie ist es schon okay. Ist ja auch witzig. Tja. Ich würde sagen, an dieser Stelle. Ach, na komm, eine Runde noch. Dieser. Dieses Übel. Mit der noch eine Runde. Da haben wir noch einen Stadtstaat gefunden. Oh, bin ich da auch der Erste? Das ist ja wohl der Hammer. Lahore. Einen Regierungsplatz bauen. Na gut. Gut, dann gehst du hier hin. Du sollst ja hier auch noch mal eine Runde heilen. Hier war doch gerade jemand, der hat sich verdrückt. Da unten ist er. Okay. Dann gehen wir hier in den Sumpf. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich denn jetzt aber doch eine Pause. Läuft doch ganz ordentlich, würde ich sagen. Gerade das hier mit den ganzen zusätzlichen Gouverneuren, das ist schon sehr witzig. Ja, ich habe jetzt 4 Gouverneure schon, ne? Genau. Für die 4 Geheimgesellschaften. Ja, das ist ja super gelaufen. Okay, also da muss man sagen, optimaler geht's kaum. Alle eingesammelt und ich habe schon einen Pingala, den ich auch schon zweimal befördern konnte. Zweimal, ja. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, gefällt mir sehr gut, keine Frage. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.